Hallo. Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich leg mal direkt los zum zweiten Teil. Ich habe hier auch so eine Fitnessuhr, die misst meinen Puls. Der Puls ist im Moment bei 75. Und hier kann ich auch einen Timer einstellen. Ich will jedes Let's Play ungefähr eine halbe Stunde haben. Deswegen stelle ich mir das hier einfach ein. Und nach 30 Minuten vibriert dann meine Galaxy Fit 2 oder wie das heißt. Hier waren wir stehen geblieben. Ich konnte nicht runterfallen. Axt klettern. Oh. Okay, das Abseilen. müsste gehen. Ach, ich muss noch nach. Ich muss S drücken, damit ich mich runter abseile. Kann ich auch hoch? Okay, hoch geht's auch. C für loslassen. Oh. Mädel, da muss ich aufpassen. Oh. Das macht bestimmt Spaß. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Alter, die hat ihren Spaß. Also, wir sind auf den Spuren von Dr. Dominguez. Aber ich glaube nicht, dass er hier so abenteuerlich runtergeklettert ist. Was, wenn ich jetzt nicht E gedrückt hätte? Wäre ich runtergefallen? Beim nächsten Mal finden wir es raus. Das möchte ich wissen. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja. Schlafe ich hier oder was? Ich beeile mich doch schon. Mal abseilen. Pass auf! Und lauf. Ich schaff das. Nein, ich schaff das. Echt geil, Alter. Die Erinnert Statue mich. Blickt zu dieser Höhle. Was? Diese Statue? Erinnert mich so ein bisschen an Prince of Persia. Okay, kann auch schwingen. Und dann springen wir mal. Oh, jetzt drücke ich es nicht. Und falle runter. Gut. Gut zu wissen. Daras Gewicht einsetzen. Was? Was? Ach du Scheiße. So, alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Naja. Wie gesagt, das Spiel speichert meiner Meinung nach sowieso viel zu häufig und viel zu oft. Viel zu viel. Scheiße! Das ist mir immer noch zu leicht, aber mal sehen, das wird bestimmt noch viel, viel schwieriger. Hoffe ich mal. Hier sind bestimmt auch knifflige Rätsel, auf die wir stoßen werden. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Bisschen Schwung. Das ist es. Ah. Pfeile. Mit denen wird sparsam. Ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dickröhrling. Pilz mit brauner Kappe und dickem Stamm. Verbessert die Ausdauer. Mit Pilzen kenne ich mich aus. Ein bisschen. Mit Magic Mushrooms vor allem. Also, ausschließlich, eigentlich. Hehe. So. Einfach, das ist alles so. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Geheimnisvoll und mystisch. Echt geil.
Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Schade. Da oben hängen ein paar Totenköpfe. Aktiviere ich mal mein magisches Auge. Und sammle hier irgendwelchen Schrott, den ich hoffentlich auch brauchen werde irgendwann. Herz der Schlange. Darstellung einer Reise der Maya. Tab für mehr Infos. Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Der Amazonas. Genau wie Jonah gesagt hat. Cool. Sammlung anzeigen. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den rosa Fisch siehst. Folge dann dem Herz der Schlange zu dem silbergekrönten Berg, wo sich die Zwillinge beratschlagen. Also wir lernen hier auch etwas über die Kultur und Legenden von Südamerika, von den Völkern. Ist doch auch... Ich finde sowas sehr, sehr interessant. Aber ich versuche dieses Spiel auch mal den Seil ziehen. Ich werde es versuchen, schnell durchzuspielen. Auch möglichst ohne irgendetwas zu verpassen. Oh. Alles klar. Eine Falle. Ganz schön dunkel hier. Aha, die hat ein Licht. Das geht sogar automatisch an. Diese Viecher! Ich habe selber einen dschungarischen Zwerghamster. Was ist das hier? Überlebensinstinkte, sage ich doch. Drücken Sie Q, um nützliche Objekte hervorzuheben. So, was haben wir hier? Was habe ich gerade aufgehoben? Bitte. Ich brauche noch was. Bärenfell. Fähigkeitspunkt? Fähigkeitspunkte verfügbar? Zellen. Hat sie Zellen gesagt? Ja. Da muss ich hin. Gibt hier noch was? Ja, toll. Wieso zeigt mein magisches Auge nicht das hier an? Was soll das? Das ist meine größte Angst. Dass ich irgendwas Wichtiges verpasse. Ich mag dieses Gefühl nicht. Aber scheiß drauf. Lasst uns eine Runde schwimmen. Okay. Oh, hier. Kann ich auch was untersuchen, oder? Was ist das? Schale mit Schnitzereien. Eine mit komplexen Schnitzereien verzierte Holzschale. Wo ist denn das jetzt? Trinity ist eine uralte Geheimorganisation und... Das ist ja schön und gut, aber ich will... Sammelobjekte... Erkundung... Inventar... Ich hab doch gerade... irgendetwas entdeckt. Das wollte ich mir genauer ansehen. Schade. Sehr schade. Da muss ich... Ich glaube, da lang. Oh, hier liegt auch noch was.
Senna, gelbfarbiges Riedgras, welches unter Wasser gefunden wird, verbessert die Konzentration. Ich glaube, ich tauche mal kurz auf, bevor ich hier ersticke. Und schon kann es weitergehen. Eine Moräne, natürlich. Warum auch nicht? Gibt es hier irgendwas? Was ist denn das für ein Ding? Sieht aus wie eine Wassermine, wie eine Mini-Wassermine. Luftblasen. Das sollte ich mir merken. Oh mein heiliger Jesus, Maria und Josef. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Wie hoch ist mein Puls? Nicht angezeigt. Oh mein Gott. Weil ich gerade den Timer eingestellt habe. Alter, das wird eng. Scheiße, Mann. Alter! Lass mich hoch! Lass mich doch! Ich drück doch E! Ich drück doch E! Voll der Krimi! Voll der Krimi hier! Echt spannend gemacht! Muss schon sagen. Was? 73? Es fühlt sich so an, als wäre mein Puls gerade auf 100 gestiegen. 71 jetzt. Was ist mit mir los? Ich muss den Tempel finden, nach dem Dominguez sucht. Das wirst du ganz sicher, meine kleine tapfere Pfadfinderin. Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Fortschritt ist das verstärkte Messer erforderlich. Fantastisch. Das habe ich natürlich nicht. Warte mal. Gibt es hier irgendwas, was ich sammeln kann? Nein? Dann weiter geht's. Noch eine Falle. Wollen wir sie auslösen? Warum nicht? Scheiße, das hätte ich kommen sehen müssen. In letzter Sekunde weggerollt. Oder weggeduckt, besser gesagt. Oh! Das wollte ich nicht. Hier kann man komischerweise runterfallen, aber an diesen Klippen nicht. Liga Mond. Der Zufall, dass ich genau da und dass das Spiel genau dort gespeichert hat. Super. Finde ich echt gut. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Das ist nicht gut. Nara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Ich dachte gerade, woher kommt denn dieses Geräusch? Dieses. Genau das habe ich gemeint. Oh. Ich glaube, ich versuche es mal mit hier lang. Das macht echt Spaß. Wenn ich nicht andauernd verrecken würde. Laras Gewicht einsetzen. Klettern Sie auf Objekte, damit sie sich Jonah, durch ihr. Ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Boah, sogar das ist nicht gut. Zeitdruck hier. Nara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Also, wenn ich mich nicht beeile, kacke ich ab. Hartholz. Benutzen Sie Hartholz, um geräuschlose Pfeile herzustellen für Waffen-Upgrades in Basislagern. Geht klar, Kumpel. Lara, wie läuft's? Gut, es
gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Ich brauche eigentlich gar keinen Wegweiser. Guck mal. Es ist hier alles eigentlich fast schon selbsterklärend, wohin man muss. Was man tun muss. Es ist perfekt eigentlich. Also ich finde es perfekt. Was muss ich machen? Ich sag doch, es ist perfekt. Es könnte gar nicht besser sein. Jo. Geht doch. Was hat das jetzt gebracht? Ich brauche kein Einsatzziel, Wegweiser. Dieses Wort muss ich mir merken für die nächste Runde Hangman. Einsatzziel, Wegweiser. Hier war doch eine Treppe. So. Ist das Gold? Ich glaube, das ist Gold. Ich habe. Mein Gold ist voll, ich kann nicht mehr aufheben. Dafür habe ich nicht genug Platz, hat sie gesagt. Fantastisch. Ich lasse hier einfach Gold liegen. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Hier ist doch so eine Glocke. Gott. Oh mein Gott. So langsam werde ich nervös. Echt spannend. Da. Genau das meine ich. Bericht der Nachhut. Ein Bericht über eine seltsame Begebenheit. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Okay. Die Bäume und Reben wurden knorrig. Schönes Wort. Verbinden. Wenn Sie neben einem Pfahl stehen, schießen Sie einen Seilpfeil auf eine entfernte Spule um einen Seilstrang herzustellen. Warum nicht? So. Das klappt ja echt. Echt fantastisch. Hey. Kann ich da oben hin? Cool, cool. Kann ich eigentlich nicht die Treppen benutzen? Zu weit unten. Gibt es hier irgendetwas? Ah, guck mal hier. %44. Tempel des Mondes. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay. Wow. Überall diese Fallen. Muss man echt aufpassen, dass man hier nicht irgendwo reintritt. Schön brüchig. Hier. Ah, da ist eine Leiter. Hier ist ein Wagen. Den schiebe ich mal da runter. Ja, toll. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören.
Ja, ich habe da auch schon eine Idee. Aber so gibt es hier nichts zu sammeln. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Überall gibt es so eine Kleinigkeit. Was soll ich jetzt machen? Ich drehe mal dieses Rad. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Wie kann ich wieder loslassen? Mit C. Nachricht bekommen. Ah, okay, 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 jetzt habe ich's. Moment, Moment. So, und jetzt? Ausgezeichnet. Und okay, ich muss noch mal durchschneiden. Fantastisch. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Zitat: A-Team. 80er, 90er. Eine Serie. Für die ganz Jungen unter euch. Naja, wie gesagt, mir wird sowieso kein Schwein zu gucken. Ich mache das für mich als Erinnerung. Wo ist denn die Leiter? Na toll. Wie soll ich jetzt da hin? Einfach springen? Fantastisch. Was? Hier kann ich ja auch rüberspringen, oder? Okay. Wie soll ich jetzt da hoch? Alter! Halt dich doch fest! Ah, okay. Gibt's hier so eine Inschrift oder sowas, die ich wieder lesen kann? Gibt's nicht. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verpasse. Was? Jetzt? Was soll ich jetzt machen? Sackgasse. Hä? Ja, guck mal, da ist noch ein Tor oder sowas. Ah! Okay. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Das war gutes Timing. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Ace Ventura. Guano. Fledermauskacke. Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Es ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm.
Erdbeben? Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Vulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Eine Speerspitze. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Oder ein Dolch. Da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chels Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Nimm's doch. Eine Falle. Deswegen hat sie gezögert. Kluges Mädchen. Es kommt so ein riesiger... Oh mein Gott, das schöne Wandgemälde. Was hast du getan? Was habe ich getan? Ja. Habe ich gerade gesagt. Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann beginnt die Belagerung. Ja, deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ich kann den Funk der Gegner abhören. Okay, wusste ich auch nicht. Der Trinity-Leute. Rankenwandbewegung. Bewegen Sie sich mit den Bewegungstasten. Okay. Am Rankenwänden. Alter. Geil. Gib ihm. Brutal. Wie läuft's mit der Pumpe? Munition habe ich gesammelt. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Der Kollege kann gerade nicht. Er ist kacken. Keine Zeit für Spielchen, Blödmann! Oh, wie laut ist das? Steckst du im Aufzug fest? Ich hab Waffen. Mit Mausrad. Ich hab Waffen. Wusste ich jetzt auch nicht. Schöne MP. Soll ich schießen? Nein. Ich versuch's mal hier lang. Operation Blackout wurde einge... Was? Leitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Ich habe eine rot-grüne Sehschwäche. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Was? Scheiße. Ich habe jemanden umgebracht.
Oh mein Gott! Was? Objekte. Ich glaube, ich nehme jetzt besser die Waffe. Eine halbe Stunde ist um. Dann unterbrechen wir hier kurz. Hier ist ja einiges passiert. Überall Menschen, tote Menschen. Ich sehe überall tote Menschen. Speichern. Cosme. 1% hatte ich, ne? Krass, Alter, das Spiel geht hier mal richtig ab. Bis gleich.